Freiheit. Freiheit gibt den Menschen ihre Freiheit. Warum bloß den Menschen? Natürlich den Tieren auch. Der ganzen Natur und überall da, wo ihr der Freiheit die Gewalt entgegensetzt. Eine Gewalt, die ja unglaublich viele verschiedene Formen haben kann. Von der Todesstrafe über das ins Gefängnis sperren, über das in eine Heil- und Pflegeanstalt sperren, die aber irgendwo nicht in der Balance ist zwischen wie viel Freiheit muss ich jemanden nehmen, damit er sich nicht selber schadet, wie viel kann ich ihm geben, dass alles gut geht. Und da sind wir, glaube ich, schon bei dem wichtigen Punkt in Sachen Freiheit. Bei meiner persönlichen Lebenserfahrung, ich weiß nicht, was ihr für Erfahrungen macht. Jeder macht ja andere, aber meine war ja schon auch, dass ich im ersten Drittel meines Lebens ungeheuer nach der Freiheit gerufen habe. Nach der Freiheit vor meinem Vater, vor dem Elternhaus, vor der Schule, vor dem Lehrer und. Und darin ist etwas richtig gut gelaufen, weil ich so mich unterdrückt gefühlt habe, so unterdrückt war ich gar nicht, aber ich habe mir das eingeredet, habe ich mich gewehrt. Ich habe mich nie angepasst. Ich war immer revolutionär, aufständisch. Und dann ist das Witzigste überhaupt passiert.